Stuttgart 21, eine der größten Baustellen Europas. Der Betriebsseelsorger Peter Meile bei der Arbeit. Als hauptamtlicher Diakon kümmert er sich hier um mehr als 4000 Menschen. Die wenigsten von ihnen sind Christen. Viele sind muslimischen Glaubens oder stehen der Kirche fern. Alles da? Alles gut? Ja gut, heute mal, da steht da so, die Finger sind eiskalt, gell? Okay. Und dann friert man die Finger und auf. Ja. Soll ich dir eine Warmflasche bringen? Ja, mit ein bisschen was drin. Nein. Wir müssen was drin. Nein, heute Abend. Ja, wie heißt es mit einem geistlichen Wein, ja? Ja, ach so, du meinst einen Messwein. Messwein. Ah ja, Messwein, oder? Der hat öfters mal hier. Der kommt, der begrüßt dich und der fragt dich, was hast du für Probleme oder irgendwas. Man hat immer jemanden, wo man hingehen kann. Da kommen wieder die Tränen dabei. Mein Enkelkind, ne, ist 3 Jahre alt, ist auch in der Kirche, kirchlicher Einrichtung. Und sie sagt, Opa, wir müssen jetzt beten. Ich sage, Leute, beten hier. Ne? Dann sagt man was Schönes. Dann sagt sie was Schönes und dann fassen wir uns die Händchen alle an und dann auch schön. Kommen auch die Tränen. Ne? Ich bin ein bisschen sentimental. Ne? Aber es ist halt so. Ne? Ja doch, das freut mich doch. Hätte ich auch nie gedacht, ich bin nicht in der Kirche, okay. Ja. Aber wie gesagt, jetzt ist mein Enkelkind, die kommt dann, Opa, das macht man das, Opa, das macht man so. Ja, und das freut mich einfach. Ne. Ja. Wenn es besser da ist, ja, passt schon. Also die Baustelle Stuttgart 21, dort arbeiten sehr viele Menschen, sehr unterschiedlich in nicht ganz einfachen Zusammenhängen. Und dass Kirche an einem solchen Ort des alltäglichen Lebens, des Arbeitens gegenwärtig ist, präsent ist und sich allen Menschen zuwendet, nicht nur den Kirchenmitgliedern, den Katholiken, sondern allen Menschen in ihren Situationen eben beistehen möchte, ihnen auch zuhören möchte, in ihren Nöten, die sie haben, nicht nur jetzt in der Arbeit, sondern auch in ihrer Lebenssituation. Das ist eine ganz besondere Weise, die dort ermöglicht ist. Und deshalb haben wir als Diözese, habe ich als Bischof gedacht, wir sollten dort durch einen Diakon mit dem besonderen Berufsprofil des Diakons vor Ort sein. Das griechische Wort Diakon bedeutet so viel wie Diener oder Helfer. Rund 300 dieser Diener sind heute in der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig, ungefähr 3000 in ganz Deutschland. Verheiratete und unverheiratete Männer, die ihr Amt meist ehrenamtlich neben ihrem eigentlichen Zivilberuf ausüben. Sie alle sind Teil des Klerus der katholischen Kirche, des geistlichen Standes. Nur wenige sind hauptamtlich tätig wie Peter Meile. Die Seelsorge auf Stuttgart 21 verlangt Fingerspitzengefühl von ihm. Denn die Anwesenheit eines Kirchenmannes im weitgehend glaubensfernen Milieu der Großbaustelle weckt mitunter auch Skepsis bei den Mitarbeitern. Morgen, Niki. Morgen. Wie schaut es denn aus mit der PSU-Weihnachtsfeier? Zum Input machen, irgendeinen wir Impuls? Wir hatten gestern einen Termin. Ich habe auch gesagt, dass du... Wir haben beraten, dass du irgendwas sagst, aber nicht zu christlich. Nein, mache ich auch nicht zu christlich. Nein, ich mache einen ordentlichen Aufschlag, wo ich denke, da findet ihr euch wieder. Und dann bin ich in 10 Minuten fertig und es kommt kein Vaterunser, es kommt keine Fürbitten, es kommt kein Segen, es kommt nichts außer diese Visionsgeschichte. Okay, aber dich kennen ja eh alle. Ja, von daher ist es ja nicht schlecht. Es wäre ein Rahmen, da was zu sagen und euch eine Ermutigung zuzusprechen. Genau, das ist jetzt nichts gegen mich persönlich, sondern die Leute können mit Kirche als solches nichts anfangen. Das hat einfach den Hintergrund, die Historie, dass da viele Atheisten sind und dass die eigentlich mit Kirche nichts anfangen können. Die können mit mir was anfangen und viele wissen auch, wie ich dann unterwegs bin. Aber im gesamten Kontext, das sind ja 600 Leute bei der Bahn, sagen die halt bitte nicht zu christlich. Die verbinden halt mit christlich dann immer
Gottesdienst, fromm sein, beten und Kirche. Dass man das aber auch ganz anders machen kann, das sind die, glaube ich, noch nicht so gewohnt. Deshalb. Das Amt des Diakons ist so alt wie die Kirche selbst. Bereits in der Apostelgeschichte ist die Rede von 7 Männern von gutem Ruf, die voll des Geistes und der Weisheit sind. Sie gelten als die ersten Diakone. Der Diakonat in seiner heutigen Form ist gerade einmal ein halbes Jahrhundert alt. Es war das Zweite Vatikanische Konzil, das Mitte der 60er Jahre die Renaissance dieses Amtes brachte. Im Oktober 1965 verkündete Papst Paul VI. Nach mehrjährigen Beratungen während des Vatikanums folgenden Beschluss. Wer sieht nicht die große Bedeutung, die die Diakonie in unseren christlichen Gemeinden haben kann, sowohl bei der Verkündigung des Wortes Gottes, wie im Dienst der Sakramente und in der Ausübung der Caritas? Der Diakonat kann als eigene und beständige hierarchische Stufe wiederhergestellt werden. Der Diakonat als eigener Zweig des kirchlichen Dienstes ging während der Kirchengeschichte ein Stück weit verloren. Man ordnete die beiden Dienste ineinander ein, sodass man den Diakonat als Durchgangsstufe hatte. Man musste erst Diakon sein und dann konnte man Priester werden. Nun hat sich das Zweite Vatikanum in seiner Fassung, in seinem Verständnis der kirchlichen Ämter auf die frühe Kirche besonnen und beschlossen, dass der Diakonat nicht nur eine Durchgangsstufe zum Priesteramt sein sollte, sondern auch dieses altkirchliche Verständnis weitergeführt werden sollte, wonach ein eigenständiger Dienst ist, mit einem eigenständigen Profil. Dem Konzilsbeschluss vorausgegangen war ein langes Ringen um die angemessene Ausformung dieses Weiheamtes. Vor allem aus Deutschland kamen dazu wesentliche Impulse. Bereits Anfang der 50er Jahre skizzierte der Freiburger Caritas-Mitarbeiter Hannes Kramer erste Ideen für eine Erneuerung des Diakonats. Unterstützung fand Kramer beim Theologen Karl Rahner, der wesentlich dazu beitrug, dass die Ideen der Diakonatsbewegung auf die Tagesordnung des Konzils gesetzt wurden. In der Retrospektive würde ich sagen, kann man feststellen, dass es nicht zufällig diese Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg, aber schon im Zweiten Weltkrieg gegen Ende, haben sich viele Priester vor allem, aber auch Bischöfe, Laien gefragt, wie sieht die Sozialgestalt der Kirche nach diesen beiden großen Kriegen, dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, mit den großen traumatischen Erfahrungen aus? Muss die Kirche nicht stärker als bisher, was ihre Sozialgestalt betrifft, auch im Bereich der Caritas, der Diakonie, sichtbarer werden? Und zwar nicht nur in der verbandlichen Caritas-Arbeit, sondern auch in den Gemeinden, sodass es eine Verbindung zwischen gemeindlicher Caritas und verbandlicher institutioneller Caritas gibt. Rund 3 Jahre nach den Beschlüssen des Konzils finden in der Bundesrepublik die ersten Diakonweihen statt. Ein Mann der ersten Stunde ist Josef Ostheimer. Im Zivilberuf bereits Religionslehrer, empfängt er seine Weihe durch Bischof Karl Josef Leibrecht im November 1968 in Bad Waldsee, gemeinsam mit 8 weiteren Mitbrüdern. Zur Weihe selber durfte dann eben nur meine Frau oder unsere Ehefrauen und 2 Kinder durften mitkommen. Wir haben 5 Kinder, also 3 durften nicht mit. Und dann meine Eltern durften nicht mit und auch der Pfarrer nicht. Da sieht man auch die Vorsicht damals. Es war ein Wagnis. Muss ich sagen, Hut ab von unserem Bischof Leibrecht, dass er es gewagt hat. Es gab auf dem Konzil einen weitgehenden Konsens. Die Kirchenkonstitution ist mit großer Mehrheit ja verabschiedet worden. Aber es gab ortskirchlich durchaus Bischöfe, die Vorbehalte äußerten. Denn man hatte sich auch schon auf dem Konzil gefragt, ob nicht mit der Weihe von verheirateten Männern zu Diakonen sozusagen die Axt an den Zölibat gelegt wird. Nicht? Das war die große Sorge, weil der Diakonat ist Teil des einen Weihesakramentes, das es in dreifacher Ausprägung, in 3 Stufen gibt, in der Tradition der Kirche. Der Diakonat, der Presbyterat, also das Priesteramt und das Bischofsamt. Und man befürchtete, dass sozusagen das einen Dammbruch geben würde und man
zusehends dann auch den Zölibat des Priesters diskutieren würde. Und deshalb haben manche Bischöfe gezögert zunächst. Sie konnten sich auch schwer einen gemischten Klerus vorstellen aus Verheirateten und Unverheirateten. Der Diakon ist Teil des Klerus der katholischen Kirche. Und deshalb hat man vielleicht am Anfang, um auch nicht zu viele Irritationen hervorzurufen, diese ersten Weihen doch eher bescheiden und nicht so gehalten und nicht so öffentlich gemacht, hatte man den Eindruck zumindest. Also die Leute waren nicht vorbereitet, was ein Diakon ist. Er ist nicht Priester. Er ist kein Ersatzpriester. Das war damals die große Masche, dass man uns beschuldigt hat, wir wollen Ersatzpriester sein. Und darum war das auch bei mir was im Hintergrund gewesen, dass man glaubte, ich will Pfarrer von Erdmannhausen sein. Ich wollte nicht Pfarrer von Erdmannhausen sein, ich wollte die Gemeinde, so eine brüderlich, sich liebende Gemeinde. Das war mein Plan gewesen, aufzubauen. Es sollte keiner in der Gemeinde sich allein fühlen. Wenn er krank war, sollte er wissen, die Gemeinde betet für mich, besucht mich, hilft mir. Das war mein Plan gewesen. Wie wird man eigentlich Diakon? In dem halben Jahrhundert seit der Weihe von Josef Ostheimer hat sich die Ausbildung zum Diakon erheblich gewandelt. Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal in Oberschwaben ist heute das Ausbildungszentrum der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Hier kommen die Kandidaten mehrmals im Jahr für jeweils eine Woche zusammen. Ihre Ausbildung folgt einem klar strukturierten Konzept, in dem sich die Erfahrungen vieler Weihejahrgänge widerspiegeln. Insgesamt ist es ein ganz langer Weg. Die Männer, die zu mir kommen, haben in der Regel nicht Theologie studiert und müssen dann im Fernstudium zuerst mal Theologie studieren. Und wenn sie dann die Ausbildung bis zum Ende machen, sind das ungefähr 6 bis 7 Jahre. Das heißt, wir lernen die Männer langsam kennen und können uns auch ein Bild machen. Und es ist im Grunde bis zum Ende der Ausbildung nicht sicher. Es gibt keine Sicherheit, in Anführungszeichen, dass dieser Mann dann auch zum Diakon geweiht wird. Es ist dem Bischof vorbehalten, diesen Mann zu weihen oder nicht zu weihen. Und wir nehmen uns gut Zeit, die Männer kennenzulernen, mit den Männern quasi gemeinsam auf dem Weg zu sein, um dann auch rauszufinden, modern wird man vielleicht sagen, ob das passt, ob das zusammengeht. Der Weg zum Diakonat besteht aber nicht nur aus Lernen, sondern auch aus gemeinsamer Zeit im brüderlichen Miteinander und bei den Stundengebeten wie hier bei der Laudes. Für mich ist das Diakonat kein Beruf oder nichts, wo es darum geht, Fähigkeiten und Fertigkeiten irgendwie umzusetzen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass man diesen Beruf nicht lernen kann wie Schreiner oder Klempner, sondern es geht um eine Beziehungssache zwischen mir und Gott und mir und den Menschen. Und auf diesem Weg möchte ich schon auch eine Sicherheit, eine Bindung haben, die mir eben Halt gibt. Und ich glaube, da ist das Diakonat für mich der richtige Weg, ganz sicher. Strich kann ich sagen, dass wir vielleicht so alle paar Jahre mal ein oder zwei im Laufe der Ausbildung mitteilen, dass das eigentlich keinen großen Sinn macht, mehr weiter beieinander zu bleiben auf diesem Weg.
Und das ist manchmal sehr schwer für die Männer zu akzeptieren, die aus anderen beruflichen Zusammenhängen kommen, die in ihrem Beruf ihren Mann stehen, als Jurist, als Rechtsanwalt oder so. Und dann hören, ja, das kann schon sein, ja, dass sie denken, das ist ihr Weg, aber schauen wir mal. Wir machen uns miteinander auf den Weg. Ich sage dann auch immer, sie müssen ja nichts werden, sie sind ja schon was. Die Ausbildung der Diakone ist vielfältig. Liturgische Unterweisung, Pastoraltheologie, Religionspädagogik. Homiletik heißt das Seminar, das heute auf dem Programm steht. Predigtlehre. Betet und hede berauschende Brüste, wurde Bodo brünstig beim Falle. Habt ihr verstanden? Bietet. Und hede. Der Schauspieler Ludger Burmann übt mit den Kandidaten deutliches Sprechen. Bodo brünstig beim Balle. Ah ja. Jetzt habt ihr das verstanden, ne? Bodo brünstig beim Balle. Ja, sehr gut, ja. So, nimmst du den dritten Satz, dreh dir wieder um. Brauchbare Bierbrauer. Man bekommt hier, glaube ich, ein ganz gutes Handwerkszeug. Wobei das Diakonat eben mehr ist. Ich bin sicher kein Theologe und werde kein großer Theologe sein. Ich werde auch kein großartiger Liturge werden. Und um das geht es, glaube ich, das ist das Schöne am Diakonat. Um das geht es nicht. Das braucht, glaube ich, Menschen, die anpacken können und die diesen Transfer zwischen der Kirche und den Menschen und dann wieder zurück von den Menschen in die Kirche hinein tun können. Und ich glaube, da braucht es auch Handwerker. Wir sehen das besondere Charisma dieser Männer darin, dass sie Kirche sozusagen repräsentieren an dem Ort, wo sie arbeiten, im Krankenhaus, als Richter oder wo auch immer. Und ich glaube, wir haben in dem Prozess gelernt, dass Kirche nicht nur aus der Kirchengemeinde besteht, sondern Kirche im Grunde da ist, wo Menschen sind, leben, mit allem das, was ihr Leben ausmacht. Und dass es gut und wichtig ist, dass Kirche auch da, vor Ort da ist, bei den Menschen und den Menschen zur Seite steht. Es gibt vielleicht bei uns in der Diözese eine gewisse Gefahr, dass wir den Diakon im Hauptberuf mehr wertschätzen, weil wir sagen, dann hat er mehr Zeit, um sich einzusetzen. Ich glaube, die Kirche der Zukunft geht tendenziell eher dahin, dass es weniger Hauptamtliche geben wird und dass mehr und mehr Menschen das sozusagen im Ehrenamt tun, wie die Diakone jetzt schon. Und es zeigt sich sowas wie von Kirche der Zukunft. Also ich tue das immer nicht, weil ich ein gutes Gehalt dafür kriege, das ist in Ordnung. Und da habe ich auch gar nichts dagegen, aber ich tue das, weil ich zuinnerst ergriffen bin von dieser Botschaft von Jesus Christus und das teilen möchte mit anderen Menschen. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Leute, die mit mir zu tun haben, auch merken, da ist jemand, der diesen Funken vielleicht auch ein Stück weit transportieren oder weitertragen kann. Dass man selber am Abend sagt, das war ein Tag, wo man wirklich auch diakonisch unterwegs war oder wo im Idealfall auch die Leute sagen, da war was. Ja. Aber das ist, wie gesagt, ein hoher Anspruch. Ob ich dem gerecht werde, das weiß ich nicht. Armin Kaup befindet sich im vierten Jahr seiner Ausbildung zum Diakon. Nächstes Jahr soll er geweiht werden. Die Entscheidung zum nebenberuflichen Diakonat war das Ergebnis einer längeren Umorientierungsphase, der auch ein Berufswechsel vorausging. Nach 20 Jahren in einem Handwerksberuf arbeitet Armin Kaup heute in der Verwaltung des Landkreises Rottweil. Dort ist er verantwortlich für das Management von Flüchtlingsunterkünften. Der neue Beruf bringt ihn auf ganz andere Art und Weise mit Menschen zusammen als sein früherer. Hier kommt er nicht als Diakon, sondern als Vertreter der Kreisverwaltung. Ich gebe euch mal diese Pässe, das sind eure vom Irak. Und diese. Die irakischen Pässe sind teilweise abgelaufen. Mit diesen haben wir Tickets bestellt. Ja. Ja. Die sind nur, damit ihr im Irak wieder eure Pässe habt. Ja. Mit diesen könnt ihr ausreisen. Okay. Ja. Das muss
Familie Aba Bekr lebt seit 9 Monaten in Deutschland. Aus familiären Gründen haben sie sich entschieden, in ihre Heimat Irak zurückzukehren. Okay. Ja. Alles klar. Ja. Freut euch. Ja. Ich hatte eine Firma, ich war Geschäftsführer, 25 Leute. Ein Handwerksunternehmen, ich bin Handwerksmeister, gelernter Handwerksmeister, die wir von unserem Vater übernommen hatten, der die wirklich unter viel Schweiß und Tränen aufgebaut hat und haben uns dann entschieden, das heißt eigentlich habe ich mich entschieden, dann aus dieser Firma auszusteigen, was natürlich alles andere als leicht ist. In dem Moment, wo er mir das gesagt hat, war er leider noch im Betrieb. Und da war das für mich natürlich schwierig, dass einer meiner Söhne aus dem Betrieb aussteigt und Diakon wird. Da steckt viele Wochen, die 7 Tage haben, da drin. Und viel, viel Nerven, viel Mühe. Und als dann der Entschluss kam, dann war es für mich zunächst mal ein Schock. Und ich habe etwa ein Jahr gebraucht, bis ich das so verdaut habe, dass es wieder einigermaßen läuft. Ich habe das früher schon geahnt, dass er also nach etwas anderem sucht, als Klempnereibetrieb zu machen. Das Diakonat hätte sich mit dem Betrieb schon rein zeitlich nicht vereinbaren lassen. Und ich glaube auch, die Tätigkeit eines Unternehmers, der immerhin noch 25 Leute hat, ich hätte es nicht so leben können, wie ich es heute lebe. Also, dieses Diakonat soll mich ja auch in meinem Alltag und in meinem Berufsleben begleiten. Und da ist sicher schwer, wirklich zu sagen, ich bin da diakonisch tätig und muss trotzdem auf meine Bilanzen achten, muss darauf achten, dass da am Ende was dabei rumkommt, dass die Leute auch ein gewisses Pensum arbeiten, dass es diese ganze Sache. Und das ließ sich wirklich schwer vereinbaren. Und was ich gar nicht vereinbaren ließ, war die Zeit. Anfangs war es sicherlich seine Entscheidung oder sein, klar, er hat ja da auch sich schon viel früher damit beschäftigt, wie ich dann. Es ist auf jeden Fall unsere Entscheidung mittlerweile, also auch schon längere Zeit jetzt. Aber ganz zu Beginn war es mit Sicherheit sein Wunsch einfach auch, den Weg zu gehen. Ist ganz schnell aber unsere Entscheidung geworden, weil einfach die Ausbildung ja auch darauf abzielt, dass die Familie mit ins Boot geholt wäre. Ist ja bewusst so gemacht, dass auch die Ehefrau zu den Wochenenden mitgehen. Es gibt ja auch so ein Interessentenjahr, wo man dann so ein bisschen die Einblicke noch besser bekommt, was im Diakonat da alles auf einem zukommt. Das bereichert natürlich auch, also das Umfeld wird größer, man hat einen größeren Horizont, lernt andere Leute kennen. Das bereichert das Familienleben auch. 40. Mhm. 100. 14. Gut. Hätte er sich für diesen Weg nicht entschieden, hätte er zum Beispiel die 4 Wochen Ausbildungswoche im Jahr Urlaub und Zeit für uns. Das muss man schon klar sehen. Aber da ist natürlich die ganze Familie auch mitgefragt. Auch die Kinder müssen da ja Abstriche machen oder auf den Papa einfach verzichten in der Zeit. Es gibt immer wieder Frauen, die sagen, ich sehe meinen Mann jetzt schon nicht. Er ist Banker,
Und er ist im Fußballverein engagiert und er ist noch in der Bürgerinitiative engagiert und ist bei den Flüchtlingen engagiert. Und wenn er jetzt noch Diakon wird, ist er eigentlich weg. Also was soll das? Aus dem Grund ist wichtig, dass die Frau das nicht nur duldet und sagt, ich weiß, ich kann meinen Mann da eh nicht stoppen, weil der braucht es. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe es zwar nicht, aber ich lasse ihn laufen. Sonst verliere ich ihn, wenn ich das stoppe irgendwie. Also ich muss den da laufen lassen auf diesem Weg. Sondern sie muss es mittragen. Sie muss nicht Diakonin werden, aber sie muss zumindest mehr als es nur dulden. Und sie muss ein Stück weit natürlich auch die Konsequenzen mittragen können. Ja, die bedeuten, es könnte sein, dass wir heute Abend ins Kino gehen wollten. Also ich habe meinen Mann schon 5 Wochen eigentlich nicht mehr gesehen. Jetzt wollten wir heute Abend in diesen schönen Film gehen. Es ist ein Film, der geht über Indien und wir interessieren uns beide für Indien. Und jetzt ruft er diese Familie an und sagt, jetzt hat sich gerade unser Sohn das Leben genommen und wir kennen sie und bitte kommen Sie. In so einer Situation könnten Sie sagen, ich gehe aber jetzt ins Kino, es tut mir leid, ich habe meiner Frau versprochen, wir gehen ins Kino, aber natürlich gehen Sie in dieser Situation zu dieser Familie. Und das ist ein Beispiel dafür, was passieren kann. Aus dem Grund ist es wichtig, dass die Frau das auch von innen her versteht. Und der Bischof möchte, dass die Frau das auch sozusagen öffentlich macht. Traditionell finden die Diakonweihen zu Pfingsten statt. Dieses Jahr in der Benediktinerabtei Zwiefalten am Fuße der Schwäbischen Alb. 6 Männer, Verheiratete und Unverheiratete, bereiten sich in diesem Jahr auf den großen Augenblick vor. Der Sekretär des Bischofs ist aus Rottenburg gekommen, um mit den Weihekandidaten den Ablauf des Pontifikalamtes zu proben. Parallel aufschießen, dass Sie zu zweit sind, Kniebeuge. Die Liturgie werden Sie ja mit Sicherheit schon mal angeschaut haben, aber dass Sie einfach da nochmal mit den Örtlichkeiten und mit den einzelnen Momenten einfach nochmal vertrauter sind und dann kriegen wir das auch schon gemeinsam hin. Und Sie müssen mir dann auch helfen. Natürlich, gerne. Weil das ist sozusagen auch eine Premiere für mich. Ich hatte bisher immer nur so die Durchgangsdiakone. Und jetzt haben wir ja sozusagen auch Familie und Kinder dann noch beim Einzug dabei. Das sind irgendwie auch neue Momente für mich, aber das kriegen wir gemeinsam hin. Die Frage, wo sich die Familien einfädeln, fädeln die sich am Pfarrhaus ein oder erst hier vorne? Beides ist möglich. Grundsatzfrage ist, Sie sprechen von Familien, also auch die Kinder. So Frauen und Kinder. Ja, Frauen also mehr nicht, keine Mütter und Schwiegermütter. Frauen und Kinder. Ich glaube, dass die wenigsten Frauen wissen, worauf sie sich da einlassen. Und wahrscheinlich die meisten Männer auch nicht. Aber ich glaube, es hat gravierende Auswirkungen auf den Dienst. Also wir leben als verheiratete Männer ständig in einer Lebensgemeinschaft mit anderen. Mit unseren Frauen, mit unseren Kindern. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, als wenn wir alleine leben würden. Also das macht an sich schon einen Unterschied. Vielleicht ist es uns manchmal auch einfacher dadurch, näher bei den sogenannten normalen Menschen zu sein. Das kriegen wir zumindest öfters als Rückmeldung. Dass die Leute sagen, wenn sie die Trauung machen von diesem Paar, dann spüren wir einfach, dass sie selber verheiratet sind und wissen, wovon sie reden. Seid ihr bereit, nach dem Bild und Beispiel Christi, dessen Leib und Blut euch zur Ausspendung anvertraut wird, euer eigenes Leben zu gestalten? Mit Gottes Hilfe bin ich bereit. Das wäre das Signal für Ihre Ehefrauen. Gut, irgendwie, die wären dann irgendwie, die könnten ja auch irgendwie hier in die Lücke rein. Ja. Aber muss eigentlich sagen, das ist meine, ist schon nicht deine Welt. Ich kann zu mir kommen. Ich mag deine Frau. Ja, aber so eine kleine Lücke und dann steht die Frau und denkt, finde ich natürlich. Also, an Ihre Ehefrauen, liebe Ehefrauen der Weihekandidaten, die Kirche hat mich gebeten, eure Ehemänner zu Diakonen zu weihen. So frage ich euch, seid ihr bereit, eure Ehemänner in dem Dienst, der ihnen heute übertragen wird, zu unterstützen? Ich bin bereit. Das haben Sie mir vorweggenommen. Sobald die Damen das gepiepst haben, irgendwie dürfen sie wieder abtreten. Kein verheirateter Mann kann zum Diakon geweiht werden, ohne die öffentliche Zustimmung seiner Ehefrau. Wie aber hält es die Kirche mit weiblichen Diakonen? Man ist sich einig in der Forschung, dass es in der Urkirche Diakoninnen gab, die vor allem, wir sprechen ja vom Orient, weil die mit Zugang zu Frauen hatten, die Männern gar nicht möglich waren.
Zum Beispiel bei der Taufe, also ein Beispiel bei der Taufe, dass da Frauen assistiert haben als Diakonin. Es gibt in der katholischen Kirche seit vielen Jahren Forschungen zu dem Thema Diakonat der Frau. Eine ganz große Fraktion sagt, das Diakonat der Frau ist möglich und überfällig. Wir sollten diesen Schritt endlich tun. Und andere sagen, es gibt ein kirchliches Amt, das besteht aus Diakon, Priester und Bischof. Und wenn wir dieses Amt für das Diakonat öffnen, also für die Frauen, dann müssten Frauen auch Priesterin und Bischöfin werden können. Also entweder wir öffnen das Amt oder wir öffnen es nicht. Das Traditionsargument ist, dass es zwar in der alten Kirche einen spezifischen Diakonat der Frau gab, dass diese Diakoninnen oder Diakonissen, wie man sie auch nannte, nicht den Altardienst ausüben konnten, also die Altarassistenz, nicht predigen durften, nicht taufen konnten. Man hat sie also von den im engeren Sinne priesterlichen, sacerdotalen Vollzügen ferngehalten und das aus theologischen Gründen, weil man der Meinung war, dass sie nicht wie die Priester, die Bischöfe und die Diakone Christus sakramental repräsentieren können. Nicht? Aufgrund der Geschlechtsdifferenz. Zum einen ist in Anschlag zu bringen, dass ca. 90% des diakonischen Dienstes, der in der Kirche erbracht wird, faktisch von Frauen getan wird. Denken Sie an Krankenhausbesuchsdienste, denken Sie an Kommunionhelferinnen, Kommunionmütter und was es alles gibt. Und nun geht der Kirche dadurch etwas verloren, dass im Dienst dieser Frauen nur das gute Engagement einer einzelnen Frau sichtbar wird. In dem Moment, wo diese Frau nicht mit einem kirchlichen Dienst beauftragt ist, nicht formell beauftragt ist, bleibt das Engagement singulär bei der Frau. Im anderen Fall würde deutlich, was im Tun dieser Frau passiert, ist wirklich Handeln der Kirche, offizielles Handeln der Kirche. Nun hat das Zweite Vatikanum den Diakonat als selbstständiges Weiheamt wiederbelebt, ihn allerdings nur für Männer geöffnet. Das bedeutet, man geht davon aus, dass diakonisches Wirken so wichtig ist, dass es in einem eigenen Amt repräsentiert werden muss. Und diese Menschen, die diesen Dienst erbringen, werden für den Dienst mit der Weihe gestärkt. Sie erfahren eine Sendung und eine Stärkung. So, nun bringen wir das noch einmal mit den Zahlen zusammen. Dann kommen wir auf diese eigenartige Gegebenheit, dass Männer für einen und denselben Dienst, den sie erbringen, durch die Weihe gestärkt werden müssen, Frauen hingegen nicht. Diese Praxis der katholischen Kirche ist nur dann aufrechtzuerhalten, wenn wirklich aus der Offenbarung heraus das begründet werden kann. Nur dann sichert ja auch der Staat die Religionsfreiheit zu. Nicht? Und die katholische Kirche, aber auch die Kirchen der Orthodoxie begründen ja genau den Ausschluss von Frauen vom Weihesakrament mit dem Willen Jesu, nicht? Und mit der Wahl der Zwölf, mit der Tradition und sind davon überzeugt, dass das eine ihrer zentralen und unaufgebbaren Glaubenswahrheiten ist. Aber es ist ein Konflikt zwischen zwei Menschenrechten. Das ist es. Das weiß ich natürlich. Das weiß auch die katholische Kirche. Pfingstsamstag, Tag der Weihe. Die Abtei von Zwiefalten ist bis auf den letzten Platz besetzt. Anders als vor 50 Jahren findet der feierliche Weiheakt heute vor einer großen Öffentlichkeit statt. Aus der gesamten Diözese sind Angehörige und Freunde der Weihekandidaten angereist. La
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater. Er schenke seinen Diener, die er als Diakone berufen hat, Gnade und Segen. Als ich dann in Zwiefalten bei der Weihe am Boden gelegen bin, und das war so die Symbolik der Hingabe, habe ich für mich gedacht, authentisch bleiben. Punkt. Das war meins, wo ich mir damals vorgenommen habe mit der Weihe, dass ich da nicht irgendwas verändert, wo nicht zu mir passt, sondern dass ich mein Leben als Diakon weiterleben kann. Es hat sich im Endeffekt in meiner Person nichts verändert und meine Persönlichkeit möchte ich auch nicht anders wissen als vorher. Und ich glaube, das habe ich mir vorgenommen auch oder habe das auch erlebt, dass die Weihe mit einem was ausmacht innerlich und nur durch die Vorbereitung oder letztendlich das, was dann in einem spirituell passiert, sich auch bereit stellt, seinen Dienst vor Gott und mit den Menschen zu leben und offiziell als Vertreter der Kirche dann zu agieren. Mit seiner Weihe hat sich Michael Raditsch als unverheirateter Mann zum lebenslangen Zölibat verpflichtet. Damit hat er sich auch als Diakon im Zivilberuf für eine priesterähnliche Lebensweise entschieden. Dennoch strebt er das Priesteramt für sich selbst nicht an. Warum? Ich behaupte, es ist was anderes. Ich glaube, dass es zwei verschiedene Berufungen sind. Das hat mit Begabungen zu tun, aber ich gebe Ihnen recht, ich könnte mich weiterentwickeln als Diakon und könnte letztendlich dann die Weihe anstreben und das zölibatäre Leben, das ich ja selber gewählt habe, durch mein Nicht-Verheiratet-Sein vor der Weihe, könnte mir den Weg mit Sicherheit öffnen. In seiner Heimatgemeinde versieht Michael Raditsch an einzelnen Wochenenden gemeinsam mit dem Ortspfarrer den liturgischen Dienst. In seiner Entscheidung für den Diakonat fühlt er sich ein halbes Jahr nach seiner Weihe bestätigt. Wenn ich heute einen Priesterberuf beobachte, ist er für mich fast mehr der Verwaltende als derjenige, der sich um den Menschen ganz punktuell kümmern kann. Und ich meine, da steckt meine Berufung, dass ich, so bilde ich es mir ein, im Diakonensein vielleicht nicht den Druck habe, die Gesamtkirchengemeinde oder eine Kirchengemeinde leiten zu müssen, sondern ich kann mir die Zeit nehmen. Ich habe mehr Freiheit. Aus meiner Sicht habe ich als Diakon mehr Freiheit als in dem Priesterberuf, den ich derzeit erlebe. Lourdes, der weltberühmte Wallfahrtsort in den französischen Pyrenäen. Millionen Menschen pilgern Jahr für Jahr hierher, auf der Suche nach Linderung oder Heilung von Krankheit und Gebrechen. Heil und Heilung in einer diakonischen Kirche. So lautet im September 2017 das Motto einer internationalen katholischen Studienkonferenz, die in Lourdes stattfindet. Eingeladen zu dieser Tagung hat das IDZ, das Internationale Diakonatszentrum mit Sitz in Rottenburg. Unter dem Protektorat von Bischof Dr. Gebhard Fürst treffen sich rund 200 Diakone aus 30 Ländern zum Erfahrungsaustausch. Auch ein halbes Jahrhundert nach seiner Wiederherstellung ist die Entwicklung des Diakonats noch längst nicht zu Ende gedacht. Neue Impulse kommen vor allem aus der Weltkirche. Der Erzbischof von Manila, Luis Antonio Kardinal Tagle, ist Hauptredner. Wir können es nicht dem Zufall überlassen, Diener zu sein oder eine dienende Kirche. Es ist eine Entscheidung. Jesus hat diese Entscheidung getroffen und die Kirche muss sich entscheiden. In seiner Wahl hat er seinen Jüngern ein Testament hinterlassen. To his disciples.
Er sagte, wenn ich, der Meister und Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, die mir folgen sollt. Das, was ich an euch getan habe, sollt ihr an anderen tun. Wenn Sie nach einem Weihegeschenk suchen, sei es für einen Diakon, einen Priester oder einen Bischof, schenken Sie ihm eine Schale und ein Handtuch und einen Wasserkrug. Heil und Heilung in einer diakonischen Kirche. Es scheint, als unternehme die katholische Kirche unter der Führung eines Papstes, der sich den Namen eines großen Diakons gegeben hat, einen neuen diakonischen, einen franziskanischen Aufbruch. Diakonun, Diakonein heißt durch den Staub gehen. Gottes Sohn ist als Mensch durch den Staub unserer menschlichen Existenz gegangen, um dort heilsam zu wirken. Liebe Diakone, Sie sind bereit, durch den Staub der menschlichen Existenz zu gehen, um Menschen in notvollen Situationen die heilsame Nähe Gottes zu verkünden, durch die Art und Weise, wie Sie ihnen begegnen, wie sie an ihnen handeln.